Hallo, hallo, ich habe Tee. Ja, ist doch noch zu heiß. Okay, heute geht es um Reisetipps, wie ich so viel reise. Warte, darum geht's gar nicht. So wollte ich das gar nicht beginnen. Hallo, viele haben mich in letzter Zeit von euch immer weiter... gar nicht. Heute geht es um ein besonderes Thema, ihr habt schon im Titel gelesen. Ich wurde in letzter Zeit immer mehr von Leuten von euch gefragt, wie ich so viel reise, ob ich irgendwelche Reisetipps habe. Und ich dachte mir, ich kenne mittlerweile ein paar Tipps, die ich vielleicht mit euch teilen könnte, die jetzt nicht so mega die 0815 Tipps sind, die man überall im Internet findet. In dem Video will ich euch einfach mal konkrete Tipps geben, wie es wirklich geht, günstiger zu reisen. Ich lese so oft Sachen oder sehe so oft Videos, wo man dann Dinge gesagt kriegt, bei denen ich mir denke, okay, cool, aber im Endeffekt ist mir jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Aber bevor ich jetzt zum ersten Tipp komme, wollte ich nochmal Hallo zu den ganzen neuen Leuten sagen. Ich hatte ja das Dena-Video gemacht, wo ich mich für Team Spielkind beworben habe und das hat doch ein paar Aufrufe gekriegt und da sind ein paar neue Leute dazugekommen. Das finde ich ziemlich cool, deswegen Hallo an euch alle, bitte geht nicht direkt wieder. Wenn doch, war schön mit euch. Tschüss. So, deswegen kommen wir jetzt direkt zu Tipp Nummer 1. Etwas, das ich in der Vergangenheit schon genutzt habe, ist einfach, wenn man halt einen längeren Flug hat oder einen Flug mit Zwischenstopp, das ist bei längeren Flügen meistens der Fall, dass man einfach den Zwischenstopp nutzt, um sozusagen noch ein extra Land auf seiner Reise mitzusehen. Das habe ich zum Beispiel gemacht, als ich von Neuseeland nach Indonesien geflogen bin und da war sozusagen ein Zwischenstopp Kuala Lumpur in Malaysia. Und dann habe ich einfach geguckt, wie sieht's aus, wenn ich jetzt einfach einen Flug von Neuseeland nach Malaysia buche und einen Flug von Malaysia nach Indonesien. Dadurch hatte ich dann 4-5 Tage, ich glaube es waren 5, in Kuala Lumpur, Hauptstadt von Malaysia, und habe die Flüge sogar noch günstiger gehabt, weil ich halt einfach 5 Tage später einen günstigeren Flug kriegen konnte von Malaysia nach Indonesien, als er sonst gewesen wäre. Und durch solche Tipps kann man einfach noch voll coole Sachen sehen, viele coole neue Sachen erleben und einfach sozusagen extra Land in seine Reise reinschieben. Kommen wir direkt zu Tipp Nummer 2, den ich selbst auch schon genutzt habe, wie ihr bei Unterkünften wirklich sparen könnt. Das war's, das Woofing. Das habe ich in Neuseeland sehr oft genutzt. Im Endeffekt lebt man bei dieser Familie, kriegt da Essen und kann halt einfach kostenlos bei denen leben dafür, dass man jeden Tag oft so um die 4 Stunden mithilft. Die geben einem oft aber dann nicht nur Essen und Unterkunft kostenlos, sondern wir hatten eine Familie, bei der wir ein Auto immer weiter mitbenutzen durften dazu. Und das ist auf jeden Fall ein verdammt guter Tipp. Ich lege es euch wirklich ans Herz. Wenn ihr einfach in ein Land gehen wollt, aber nicht viel Geld habt, dann geht einfach dahin, sucht euch vorher Woofing raus. Und das Ganze ist wirklich eigentlich viel unkomplizierter, als man denkt. Man bewirbt sich einfach, wird bei einer Familie hoffentlich angenommen. Das geht eigentlich ganz gut. Ich habe das jetzt schon 5-6 Mal, glaube ich, gemacht. Und dann hat man einfach total coole Erlebnisse, kann da kostenlos leben, kostenlos essen. Es sind quasi nur noch die An- und Abreisekosten, die man tragen muss, wenn man sich keine Extras gönnt. Und das ist mega cool, weil wirklich ein Großteil der Kosten für die Reise komplett wegfällt. Okay, jetzt möchte ich noch ein bisschen was zu Kurzstreckenreisen sagen. Aus Deutschland aus hat man das Glück, dass man in Europa ist, wo ganz, ganz viele coole Länder ganz, ganz nah sind. Und da die ganz, ganz nah sind, ist das nicht so eine weite Strecke. Und da es nicht so eine weite Strecke ist, kommt man auch, wenn man es wirklich versucht, ganz günstig voran. Bei Kurzreisen in Europa finde ich es relativ hilfreich, wenn man einfach spontan ist. Das ist ein Tipp, den hört man jetzt auch überall, aber das ist erstmal Voraussetzung, finde ich. Wenn man nämlich zeitlich recht spontan ist und vor allem, wo man genau hin möchte, ist es schon mal sehr viel einfacher, als wenn man sagt, ich will von dann bis dann genau zu dem Ort. Dann ist es oft schwieriger, was Gutes zu finden. Ich zum Beispiel gucke einfach, wann habe ich Zeit, wann habe ich vielleicht dann Zeit, wenn andere nicht Zeit haben. Dann kann man das mega gut nutzen, weil da reisen nicht die meisten, da sind die Preise schon mal billiger. Wenn man sich so eine Zeit raussucht, ist das auf jeden Fall schon mal sehr viel einfacher. Was voll viele Leute vergessen, wenn sie in Europa reisen wollen, ist, dass es auch Möglichkeiten gibt wie Flixbus oder BlaBlaCar. Das ist nicht immer unbedingt günstig, aber wenn man einfach mal vergleicht, wenn man wirklich halt guckt, dann findet man doch oft schnell irgendeine Gelegenheit, die sich in dem Moment gerade viel mehr lohnt. Ich bin letztens zum Beispiel mit einem Flixbus für 9 Euro nach Brüssel gefahren, das nicht so wirklich teuer ist. Natürlich, man muss fürs Reisen immer was ausgeben, wie gesagt, und 9 Euro ist auch eine Investition, aber 9 Euro finde ich nicht unbedingt so teuer dafür, dass man dann eine verdammt coole neue Stadt besichtigen kann. Dann noch zu ein paar Tools, die ich auf jeden Fall in Zukunft mehr nutzen möchte, selbst noch nicht gemacht habe, was zum Beispiel bei Europareisen auch cool klingt und ich habe nur gehört, dass es ganz cool sein soll, ist zum Beispiel von Eurowings das Blind Booking. Das habe ich jetzt selbst noch nicht gemacht, will es unbedingt aber mal machen. Da zahlt man 66 Euro und kriegt dafür einen Hin- und Rückflug in ein zufälliges Land in Europa. Man gibt einfach seine Zeit an, in der man fliegen möchte. Das ist zum Beispiel mega cool, wenn man Daten hat wie um Weihnachten, wo alle Preise total hoch sind, weil alle fliegen wollen. Dann kann man sowas einfach machen, weil die Preise da bleiben gleich. Man zahlt 66 Euro für einen Hin- und einen Rückflug und dann kann man sich in einer Liste zwischen 5 bis 10 Städten, würde ich jetzt mal sagen, einfach eine dieser Listen auswählen. Also in einer sind zum Beispiel Städte drin, die für Shopping bekannt sind und in der nächsten Liste sind Städte, die für Strände bekannt sind.
Das ist ziemlich cool, weil man halt spontan sein muss, aber natürlich trotzdem sich die Daten selbst aussuchen kann, den Flughafen, von dem man abfliegen will, selbst aussuchen kann. Klar kann es dann sein, dass man auch nach Berlin fliegt und eigentlich gar nicht nach Berlin wollte, sondern viel lieber nach Rom. Das ist natürlich Glück oder Pech haben. Man kann auch für ein kleines Aufgeld Sachen aus der Liste austragen. Und für die ganz Klugen von euch, man kann auch sagen, okay, die und die Stadt wird es nicht werden, weil da sind alle Flüge faktisch voll. Das kann nicht sein, dass ich da reinkomme. Oder vielleicht, wenn man sieht, dass an dem Tag, an dem man fliegen möchte, Eurowings gar nicht eine der Städte anfliegt, die in der Liste drin sind, dann sind die natürlich auch raus, weil wenn es keinen Flug gibt, kann das auch nicht ausgelost werden. Kommen wir zum letzten Tipp. Etwas, das ich ziemlich cool finde, auch erst vor kurzem entdeckt habe. Ich kenne jetzt vor allem Urlaubspirat. Das ist auch einfach eine Seite, auf der es viele Deals Last Minute gibt oder die einfach besondere Deals, die einfach total günstig zum Zeitpunkt sind, raussuchen und einem dann als Angebot stellen und dann kann man es holen. Da gibt es einen WhatsApp Messenger. Man kann einfach die Nummer von denen hinzufügen. Ich glaube, da muss man los oder so schreiben. Ich werde euch einfach auch mal was dazu verlinken. Dann kriegt man einfach mal eine WhatsApp-Benachrichtigung, wenn ein plötzlicher Deal reinkommt und wenn man gerade sagt, okay, an dem Tag habe ich genau Zeit, das ist ein super Preis, kann man schnell buchen und wenn man schnell genug ist, hat man dann sogar noch einen super Deal. Da gibt es echt krasse Sachen teils. Und so stelle ich mir günstige Reisen zusammen, wenn es denn klappt. Das ist natürlich immer ein Prozess, der lang braucht. Man muss viel vergleichen und viel rumgucken, aber es kann auf jeden Fall klappen. Es hat auch schon geklappt. Wenn ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt, die vielleicht jetzt persönlich sind oder ihr mich persönlich einfach irgendwas fragen wollt, könnt ihr mich auch gerne einfach auf Instagram anschreiben, da antworte ich eigentlich jedem oder auch einfach unter dieser E-Mail. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und wenn ihr über irgendwas noch und gerne ein Videothema hättet, dann kann ich das auch mal gern machen. Sagt es mir einfach. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.